Knapp die Hälfte der Bundesbürger ist der Meinung, dass eine Bundesregierung aus SPD und CDU/CSU besser für das Land wäre als die derzeitige Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Das geht aus dem aktuellen RTL-NTV-Trendbarometer hervor. 41% der Befragten sind nicht dieser Meinung. Bei der Kanzlerpräferenz verbessern sich in der Konstellation Scholz, Merz, Habeck die Werte für Olaf Scholz und Friedrich Merz im Vergleich zur Vorwoche minimal um jeweils einen Prozentpunkt, während Habeck 2 Prozentpunkte verliert. Bei der Konstellation Scholz-Merz-Baerbock steigen die Werte für Scholz und Merz im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls minimal um jeweils einen Prozentpunkt, Baerbock verliert einen Prozentpunkt. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 31%. Das ist zwar 1 Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche, reicht aber deutlich für den ersten Platz. Die FDP kann einen Prozentpunkt hinzugewinnen, müsste aber um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen. Die Werte der anderen Parteien bleiben im Vergleich zur Vorwoche unverändert. SPD 14%, Grüne 14%, Linke 4%, AfD 21%, Freie Wähler 3%, Sonstige 8%.